Warum war das denn schon? Eigentlich war doch wieder klar. Komm. Weg hier! Ach, das sind ja keine neuen Leute. Oh nein. Ich halte euch den Rücken frei. Ich habe ein Problem. Keine Munition mehr. Egal was du hast, gib's mir. Para hast du. Oh, Mist. Schon. Was ist er denn? Den hat gerade komplett zerrissen oder was? Herrje, waren das alle? Hoffen wir's. Bist du okay? Ja, alles gut. Ja, hier drüben. Ach, herrje. Was machst du da? Eine Vermutung bestätigen. Shit. Seht euch das an. Was hast du denn da? Die haben die Türme auch durchsucht. Standorte, Siegel, einfach alles. Und was jetzt? Was jetzt? Wir sind am Arsch. Okay, wir sind drei. Und Gott weiß, wie viele die sind. Und die haben Vorsprung. Ja, aber sie wissen nicht, welcher Turm es ist. Super, Nathan. Wir nämlich auch nicht. Wissen wir doch. Da. Etwas abgenutzt. Genau da, das passt. Sicher, es könnte auch das hier sein. Ach, Mist. Ja. Zwei ist besser als zwölf. Okay. Ich nehme diesen Turm. Du und Sally, ihr nehmt den. Nein. In den Türmen wimmelt es schon von Raves Leuten. Genau. Wenn wir sie schnappen wollen, müssen wir uns aufteilen. Sam, jetzt warte doch mal kurz. Nein, die Türme. Sie sind an verschiedenen Seiten von Kings Bay. Verdammt. Wenn du auf diese Shoreline-Clowns triffst, ruf uns an, okay? Bis später. Jetzt will er das geile Auto fahren. Arsch. Komm, Nate. Beeilung. Ja. Kapitel 11. Sichtbar und doch verborgen. Okay, da ist unser Turm. Glaubst du wirklich, dass der Schatz einfach so mitten auf einem verdammten Markt rumliegt? Oh, Alter, was für eine Grafik. Aber verrückt, wieder mal. Ganz gut. Ja, das stimmt. Achtung. Das ich mal bitte durch, liebe Damen und lieber Herr. Ich muss mal durch. Oh, lecker Mittagessen. Äpfel, kauft frische Äpfel, nur 1500 Ariari. Danke, aber nein. Möchten Sie einen Apfel? Okay. Die besten auf dem Markt. Hier. Ah, ich danke Ihnen sehr, Sir. Guten Appetit. Empfehlen Sie mich. Ein Apfel zur Stärkung. Kleines Geilchen. Wie geht's dir?
ihr das? Nate, der Turm. Aber Sully, komm, das ist ein Lemur. Komm, sag hallo. Schon gut. Niedlich. Man darf ja wohl auch mal Spaß haben mit so Viechern. Oh, hey, Sully. Hey, hör, mein Apfel gemopst. Man kann niemanden mehr trauen. Tiere füttern verboten. Ne, das war eine Trophäe. Den Trick zu machen. Oh Mann, hier riecht etwas wirklich gut. Lecker Hähnchen. Recht, das riecht gut. Oh, geil. Aber jetzt sind wir bei unserem Turm angekommen. Hey, na bitte. Verschlossen. Wir müssen irgendwie reinschleichen. Diskret. Das beinhaltet das Wort Schleichen schon, Sully. Ah. Ich hätte noch eine Handgranate dabei. Ist das diskret genug? Ach, der hat da drüben schon mal einen. Ach, Sully. Manchmal kann man dich doch brauchen. Hey, schau mal da. Das Fenster da drüben ist kaputt. Hey, Sully. Ich glaube, wir kommen hier durch. Oh Mann, da geht's tief runter. Alles klar dahin? Ja, und hat uns halt jemals aufgehalten. Tempo, ich mein's. Ja, wenigstens hast du eine schöne Aussicht, was? Ey, ich wollte auch gerade noch die schöne Aussicht genießen. Mal sehen, was wir hier haben. Jetzt war ich zu spät. Wow, der ist ja viel besser in Schuss als die anderen Türme. Er steht direkt in der Mitte der Stadt. Na, dann wird es wohl schwierig, den Schatz rauszubringen. Eins nach dem anderen. Ziehen wir keine unnötige Aufmerksamkeit auf uns. Das wäre was Neues. Wollen wir doch mal gucken, was wir hier in dem Turm finden. Edward Englands Siegel, wie es auf der Karte stand. So, wonach suchen wir? Gute Frage. Wenn wir uns jetzt... Weiß ich auch nicht wirklich so recht, wonach wir hier suchen sollen. Das ist aber ein hoher Glockenturm. Ja. Ja, das stimmt. Das sieht nach einer guten Kletterpartie aus. Na, wollen wir wetten? Hey, da ist der Löwe. Ach, der Stier. Vier Zeichen. Und vier Glocken da oben. Und die Leute sehen aus wie Schlösser. Verstehe. Läuten wir ein paar Glocken. Mist. Was jetzt? Das ist definitiv der Ort. Ruf Sam an. Bin klar. Skorpion, Wassermann, Löwe, Stier. Mailbox. Skorpion, Wassermann, hey, Löwe, Stier. Wir haben wohl den richtigen Turm. Ruf zurück. Der Empfang ist nicht so gut hier. Kein Grund zu warten. Komm, zieh dich hoch, Chef. Gleich zurück. Ja, gleich wird vielleicht nicht ganz so einfach. Oh, verdammt. Hey, sieh mal, Sully. Die Uhr geht noch. Ja, ich seh's. Bleib nicht in den Zahnrädern da oben hängen. Geht klar. Das sieht mir doch schon wieder nach einem Rätsel aus.
also wirklich nach oben? Ach, das wäre schon richtig gewesen. Darunter. Das war viel zu knapp. Bist du okay? Ja, komm los. Pass auf deine Finger auf, Nate. Sollte ich mir Sorgen machen? Nein, alles klar. Vertrau mir. Wo habe ich das schon mal gehört? Einfach nur schnell, dann kommen wir vorwärts. Rüber. Mit dir. Nein, was war das erste? Skorpion. Skorpion? Avery war bestimmt Skorpion. Skorpion war ja auch die erste Glocke, die wir läuten mussten. Okay, das war echt laut. Hey Nate, die hat funktioniert. Das Skorpionschloss ging gerade auf. Okay, ich gehe zur nächsten. Skorpion ist durchgestrichen. Jetzt wollen wir einen Wassermann als nächstes. Ja. Komm, hüpf. Das ist aber der Stier. Naja, dem geht's bestimmt gut. Vielleicht ist bloß ein Akku leer. Ne, den Stier braucht man. Bin ich jetzt doof? Ne, Stier war das vierte erst. Wassermann. Wassermann. Durchweg nette Menschen. Oh Mann! Zwei geschafft, zwei übrig, Junge. Also, wie steht's? Nett reinpacken. Nee, wir können ja nur außen hoch. Das haben wir ja gerade eben schon mal gemacht. Komm. Hüpf. Löwe, dann. Ach, blöd. Ich komme jetzt nur wieder runter zum Stier. Wie komme ich denn auch zum Löwen? Vielleicht kann mir hier auch der Skorpion weiterhelfen. Der Löwe ist unten. Löwe. Ich hatte mal was mit einer lieber Löwe. Und
Und jetzt müssen wir nochmal zum Stier. Löwe ist offen! Okay, nur noch eine. Rüber zum Skorpion. Dann müssen wir hier wieder an Pendel dran. Die Kletterpartie hätten wir schon mal geschafft. Das ist nämlich jetzt die vierte und letzte. Stier. Die schlimmsten. Verdammt, das war's. Mehr nicht. Aber hey, da ist diese große Glocke ganz oben. Warte, ich geh da hoch. Okay. Gut, los geht's. Das ist nämlich bestimmt so gedacht gewesen. Der geht bestimmt wieder hoch. Schnell weiter. Geschafft. Das hat Spaß gemacht. Wow. Tolles Panorama. Geile Aussicht. Darauf hatte ich so ein bisschen gehofft, deswegen war ich da jetzt mal kurz rausgegangen. Ach ne, hier draußen ging es sogar weiter. Ah, ich muss die Zeiger richtig einstellen. Na bitte. Hey, ich nehme die Zeit zurück, nicht schlecht. Aha. Oh, nein, 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 nein. Mann. Auch schade für den, der auf den Kopf kriegt. Ich hätte gedacht, sofort mit Schmackes da abzuspringen. Oh. Da werden wir. Ich hoffe, dir geht's gut da draußen, Sam. Der ist hart im Nehmen. Ist auch die falsche Ecke. Hier ist die richtige Ecke. Sehen wir gleich, es ist ein Creed-mäßig für den Turm ganz nach oben gestiegen.